Hallo Leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Ich wünsche euch allen frohe Weihnachten. Und heute gibt es ein Mix-Toy, also DM und TK Maxx. Und dabei sind noch ein paar Sachen dabei, die ich heute verschenke. Für meine Eltern und für meinen Bruder. Und ein paar Sachen habe ich aber auch für mich selber gekauft. Also DM ist nur für meine Familie, was ich da gekauft habe. Für meinen Bruder und für meinen Vater. Und TK Maxx ist, was ich für mich gekauft habe und für meine Mama. Und ich würde sagen, legen wir auch direkt mit dem Video los. Und dann würde ich sagen, let's go! Starten wir auch direkt und fangen wir erstmal an mit dem, was ich für mich gekauft habe. Und zwar habe ich bei TK Maxx mir so viele Ohrringe gekauft. Also dieser Haul für mich besteht hauptsächlich aus Ohrringen und generell sehr viele Ohrringe gekauft. Ich habe mir einmal von TK Maxx Glassstones, steht drauf, Lead Safe, Nickel Free, diese wunderschönen Ohrringe gekauft. Warte, ich zeige die jetzt gleich nochmal richtig. Und zwar sind das solche Kreolen. Leute, wie schön sind die bitte? Can we appreciate how beautiful these earrings are? Ja, und die haben gekostet 13 Euro. Und das ist die Marke, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, House of Horror 1960. Und ja, das hier, das schmeiße ich weg, das brauche ich nicht, ist da drin. Genau, aber ich finde die so süß und ja, ich glaube, ich werde die morgen direkt reinmachen. Ich trage gerade andere Ohrringe, aber ich glaube, ich werde die morgen tragen, am ersten Weihnachtstag, wenn ein Besuch kommt. Ich finde die so schön. I'm in love. Ich habe mich direkt verliebt in diese Ohrringe und die waren jetzt auch nicht so teuer. Also ich finde, 13 Euro geht voll klar. Und genau, jetzt kommen wir zu den nächsten Ohrringen. Ich sage ja, der heiße Ohrringlastik, und zwar von der Marke Liars and Lovers von TK Maxx. Und das sind solche Kreolen, so längere, und die schimmern richtig schön. Ich stelle mir die für Silvester richtig schön vor. Ich glaube, ich werde die Silvester reinmachen. Die glitzern also meine Zukunft, I swear. UVP. Oft stimmt der Preis nicht, aber ja, auf jeden Fall steht hier UVP 14 Euro angeblich. Unser Preis 7 Euro, 6,99. Und ich finde die richtig cute, die Ohrringe. Voll schön. Und wie gesagt, ich glaube, ich stelle mir die am Silvester richtig schön vor zu so einem Kleid. Und deswegen, die werde ich dann safe dann tragen. Und genau, dann machen wir weiter. Dann, okay Leute, Surprise, ich habe nochmal Ohren gekauft, ja. Das sind jetzt die letzten Ohren, die ich für mich gekauft habe. Danach kommen welche, welche ich meiner Mom geschenkt habe. Und die Marke, ich hoffe, ich spreche die richtig aus, heißt Celestial Star. Und einmal, wow, so ein schönes Packaging, so Holo-Optik. Also das Packaging ist schon mal eine 10 von 10. Die Ohren hier kostet 30 Euro, also 29,99. UVP sind die 185 Euro, die stimmt auf jeden Fall, weil ich habe nämlich wirklich geguckt, weil ich interessiert war, ob das so stimmt. Und in dem Fall stimmt es wirklich, weil die haben online auch irgendwas mit 180 Euro gekostet. Also die Marke Celestial Star ist echt nicht günstig. Wirklich sehr teuer. Und die Ohrringe schauen so aus, Leute. Haltet euch fest. 1, 2, 3. Leute, wie schön sind diese Ohrringe. Also die haben hier, das sind tatsächlich so Clips. Ich dachte erst, es wären so Ohrhänger, aber dann sind Ohrhänger, aber nicht so mit Stecker, sondern das sind Clips. Und oben ist halt, also das sind die haben auch einen Namen, Disco Boy Earrings heißen die. Und ja, die haben oben so, wo man das, also wo das steckt heißt, die haben so Steine, so Gold und dann so Strasssteine. Und unten sind halt auch so Regenbogen, Disco Boy Earrings heißen die, so sehr extravagant aus, finde ich so schön. Ich liebe die. Und ja, da steht drauf, Recycled Gold Plated. Und 18K Recycled Gold Plated und Kubik Zirkonia sind halt die Steine. Aber so schön, Leute. Ich habe mich echt verliebt. Ich habe mich echt schock verliebt. Und ich freue mich so, die zu tragen. Also mal sehen, ob ich die, ob ich Silvester diese hier tragen werde oder diese hier. Also We Will See, aber ich finde beide so schön, ne? Für ihre eigene Art und Weise. Und die wird natürlich viel teurer. Aber genau. Also sehr schön. Ich finde, die Box passt halt auch voll schön, voll gut zu diesen Ohrringen, weißt du, weil das ist halt so Holo-Optik, so glitzern und dann auch diese Ohrringe, das passt halt voll wie die Faust aufs Auge, so richtig schön. Und genau, so, dann machen wir auch weiter. Dann kommen wir jetzt zu dem letzten Produkt, was ich für mich gekauft habe jetzt in diesem Haul allgemein, nicht mehr von TK Maxx. Und zwar habe ich noch für mich selber so ein Serum geholt. Also jetzt kommt so ein bisschen Skincare, Made in K-Beauty Korea. Und ich liebe Korean Beauty. Und das ist so ein Rose Petal Glow Enhancing Serum. Ich wollte mir mal das von Douglas holen.
wo Propolis drin war und Niacinamide. Ist auch so ein Glow-Serum war, aber das war auch viel, viel teurer. Und ich wollte jetzt erstmal das hier ausprobieren. Es hat, war reduziert. Es hat vorher 6 Euro gekostet und in echt wird das wohl 23,30 kosten, lol. Und das hat halt TK Maxx, also erst 6 Euro kosten, war reduziert dann auf 5 Euro, weil es auch im Ausverkauf war. Und da steht drauf, Skincare with an Attitude, Rose Bitter Glow Enhancing Serum, Rose Illuminating Serum, Root Serum of Love, Root Give Your Skin a Glow Boost Illuminating and Glow Enhancing Serum, not an actual depiction of serum color. Und es ist ohne Tierversuche, Paraben-free, cruelty-free, vegan-friendly. Also richtig, richtig nice. Und ja, ich zeig euch mal also so. Ich hole erstmal das Packaging aus. Sehr, sehr schön mit diesen Rosen. Und dann machen wir jetzt das mal auf. So, und zwar ist es halt ein Serum, 30 Milliliter sind enthalten. Und das hat halt so eine Pipette. Damit trägt man das auf. Und ich freue mich da echt sehr, sehr drauf. Mal gucken, wie das sein wird. Ich hoffe, das wird mich nicht enttäuschen. Und ja, freue mich da sehr drauf. Mal gucken, wie schnell ich es aufbrauchen werde. Wahrscheinlich kann man das relativ schnell aufbrauchen, was nicht so nice ist. Aber also für den Preis kann man dann auch wirklich nichts sagen. Also das geht voll klar. Also ich freue mich da sehr drauf. Ich werde das heute Abend direkt benutzen. Genau, als Abendroutine. Und jetzt kommen wir zu den zwei letzten Produkten, die ich jetzt bei TK Maxx gekauft habe. Und zwar für meine Mutter. Ich habe ja immer so Ohrringe geholt von River Island. Da habe ich auch eine Tasche von, in rosa. Und ich wusste gleich, dass die auch Ohrringe haben, River Island. Und die haben gekostet, also es steht UVP vorher 11 Euro und jetzt 6 Euro bei TK Maxx. Und so schauen die aus. Ich hatte direkt an meine Mutter gedacht, ich weiß auch nicht, fand die war richtig, richtig süß. Und irgendwie sind die, haben die so einen Oktoberfest-Style, ich weiß auch nicht. Aber freue ich mich sehr drauf, also die meiner Mutter zu schenken. Wenn sie die nicht tragen will, dann trage ich die. Ja, aber richtig, richtig schön. So, und dann, ich wollte hier erst so Warmies, also so Kuscheltiere schenken, die man so in die Mikrowelle tut. Und dann habe ich mich aber für so einen Planer entschieden für 2024. Und so schaut er aus. Und, oh, ich sehe hier gerade, dass auch ein Stift noch drin, so ein goldener. Und ja, man hat dann halt hier die Monate, die ganzen, und dann hat man auch zwischendurch so Notizen. Und ja, also das Notizbuch kostet 5 Euro. War reduziert. Und ja, hier steht drauf Dina Lee Collection. Okay, wurde 2022 entworfen schon. Läuft. Ja, ich hoffe, sie freut sich darüber. Und genau, finde ich ganz süß. Weil ich war mir halt wirklich nicht sicher, ne? Ob, weil diese Warmies war ich mir nicht so sicher. Aber ja, auf jeden Fall ist hier noch ein Stift dabei. So ein goldener, also richtig, richtig süß. Stifte kann man immer gebrauchen und so ein Notizbuch sowieso. Und genau, so. Dann kommen wir jetzt auch schon zu DM. Und da habe ich einmal für meinen Bruder was gekauft. Also der hat halt Geburtstag und Weihnachten ist bei ihm halt so halt am 18. Und 6 Tage später ist halt Weihnachten, was ein bisschen doof ist, wenn man so Dezember Geburtstag hat. Aber so ist es halt. Und ich habe ihm zum Geburtstag schon ein Parfüm geschenkt. Und jetzt wusste ich halt wirklich nicht, was ich ihm schenken soll. Und ich wollte mir erst so ein Geschenkeset schenken. Jetzt habe ich mich für so ein Adidas Move Sim Eau de Toilette entschieden. Natural Spray, 30 Milliliter. So schaut das aus. Und davor habe ich ihm von Max ein Parfüm geschenkt. Und ja, so schaut das aus und ist auch halt ganz gut. Und deswegen habe ich das mitgenommen. Ja, kann er gut ins Fitnessstudio oder so mitnehmen. In seine Sporttasche. Und genau. Fand ich sehr, sehr cool. So, es war auch nicht zu teuer. Und jetzt kommen wir zu dem, was ich für meinen Vater gekauft habe. Und zwar, das war, fand ich noch viel schwerer, weil der gar kein Parfüm trägt. Und zwar habe ich mich dann für die Marke Spark Original Körperpflege Deo Dusch Belebende Frische Evigoration Freshness Hair and Body Shower Gel. Also Duschgel, und es ist halt so Hair and Body and Eye in 1, was ich sehr cool finde. Das war echt sehr, sehr toll. Für ein Duschgel ist halt auch 2 in 1 und die Marke ist halt auch sowieso nicht günstig. Und da sind 250 Milliliter drin. Ist Naturkosmetik, Flasche zu 93% aus nachwachsenden Rohstoffen, außer Verschluss, recyclingfähig, sehr, sehr gut. Und ist ohne Silikone, Parabene und Mineralöle, Gluten und Laktosefrei, dermatologisch, allergologisch getestet.
Sanfte, gründliche, reine Faust und Haare mit dem Original Spaltduft und Bio-Salbei für einen frischen, natürlichen Deo-Effekt. Der klassische Spaltduft sorgt für einen belebenden Frischkick in den Tag. Mit dem einzigartigen Extrakt der hochalpinen Spaltpflanze aus kontrolliert biologischer Wildsammlung. Bodycare Original Spaltduft 52 ml. Und genau. Ja, ich hoffe, er freut sich darauf. Er wollte eigentlich gar nichts haben. Ich wusste halt nicht, was ich ihm schenken soll. Ich habe ihm nachher das hier geschenkt. Weil die hatten halt auch wirklich kaum so Männerduschgel. Es war einfach alles ausverkauft bei DM. Hatten irgendwie bei DM nicht so viel Auswahl. Und ja, deswegen habe ich mich halt dafür entschieden, das zu schenken. Ich hoffe, er benutzt das auch und freut sich darüber. Und das war es auch mit dem Haul. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch auf jeden Fall wunderschöne Weihnachten. Genießt die Zeit mit euren Liebsten. Und ich wünsche euch auch schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr 2024. Einfach zu krass. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und bye!